Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, was ist das eigentlich, das Mathe-Trauma? Angst vor Mathematik oder das Gefühl, Mathematik nicht zu können oder nicht zu verstehen? Das Phänomen ist schon in den 1960er Jahren in der Psychologie beschrieben worden. Wenn beim Umgang mit Zahlen oder mathematikhaltigen Aufgaben Anspannung aufkommt oder tatsächlich ein Angstgefühl, dann spricht man von Mathematikangst. Es kann auch mit Emotionen verbunden sein, man schämt sich, man fühlt sich hilflos, man ist vielleicht verärgert oder frustriert und sogar der Körper kann reagieren mit erhöhtem Herzschlag. Eine Folgereaktion ist dann, dass die mathematikbezogenen Aktivitäten in Zukunft möglichst gemieden werden und der Teufelskreis, der dann entstehen kann, den können Sie sich sicher vorstellen. Aber ist das nicht alles Einbildung? Von Aufgaben wie Wurzel aus 9 geht ja schließlich keine Gefahr aus. Also wieso sollte man sich davor fürchten? Die Hirnforschung konnte zeigen, dass es durchaus Beweise für dieses Phänomen gibt. Wenn mathematikängstlichen Menschen Mathematikaufgaben vorgelegt wurden, dann aktiviert sich im Gehirn eine Region, die eigentlich für Furcht zuständig ist. Also man hat eher so Fluchtreaktionsgedanken oder so etwas. Nicht mathematikängstlichen Menschen, denen man diese Aufgaben vorlegt, bei denen aktiviert sich das Zentrum, das für Problemlöseprozesse oder für das Arbeitsgedächtnis zuständig ist. Das heißt, die lösen diese Mathematikprobleme einfach. Aber warum sprechen wir jetzt eigentlich vom Mathematiktrauma und nicht vom Deutschtrauma oder vom Biologietrauma oder sowas? Eine einfache Antwort wäre vielleicht, dass Mathematik vermutlich das einzige Schulfach ist, in dem man sich öffentlich eingestehen kann, dass man es damit noch nie so richtig hatte. Da kann man sogar auch Applaus bekommen dafür. Kann man sich also diese Mathematikangst vielleicht auch einreden lassen oder selber einreden? Auch dafür gibt es Anzeichen aus der Forschung, dass Lehrkräfte, die selbst mathematikängstlich sind, diese Angst auch übertragen, vor allem an Mädchen. Eine andere Antwort auf die Frage, warum wir gerade vom Mathe-Trauma sprechen, liegt sicher darin, dass Mathematik ein ganz besonderes Fach ist. Die Inhalte in Mathematik bauen systematisch aufeinander auf. Ich habe da mal was mitgebracht, zum Beispiel das Mengenverständnis. Darauf baut die Addition auf. Darauf baut Multiplikationsverständnis auf. Die Potenzgesetze, Exponentialfunktionen. Und wenn es jetzt hier unten quasi schon mal zu Lücken kommt, dann müssen wir nicht lange warten, also dann bricht das schlicht und ergreifend zusammen. Die Säule bekommt im Fundament schon Risse und dann funktioniert anschlussfähiges Lernen tatsächlich nicht mehr gut und eine Lücke, die schon mal entstanden ist, schließt sich auch nicht wieder von allein. Vor allem, wenn sie nicht früh erkannt wird, dann ist es so, dass das Verständnisproblem immer größer wird. Die Frage der Leserin hatte aber einen wichtigen Zusatz, der hier tatsächlich nicht steht. Wie bekommt man Lust aufs Rechnen? Hier bleibt uns jetzt leider nur noch Zeit für ein kleines Beispiel. Und jetzt holen Sie doch mal ganz schnell, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, Ihr Handy raus und aktivieren die Taschenrechnerfunktion. Ich hoffe, Sie sind soweit. Und jetzt suchen Sie sich irgendeine dreistellige Zahl, zum Beispiel 1, 2, 3, das wäre jetzt mal eine leichte, es kann auch 3, 4, 5 sein oder 604. Und diese Zahl nehmen Sie jetzt mal 7, dann mal 11 und dann mal 13. Wenn Sie wollen, dürfen Sie das auch noch mit einer anderen Zahl ausprobieren. Für diejenigen, die jetzt gerade kein Taschenrechner zur Hand hatten, wenn Sie 1, 2, 3 genommen haben, ist 1, 2, 3, 1, 2, 3 erschienen. Ist das jetzt Zauberei? Das ist einfach nur Mathematik. Wenn Sie 7 mal 11 mal 13 nehmen, dann kommt 1001 raus. Das heißt, die dreistellige Zahl haben wir mal 1000 genommen und mal 1. 1, 2, 3, also 123 mal 1000 ist 123.000. 123 mal 1 ist 123, also kommt 1, 2, 3, 1, 2, 3 raus. Das ist nur ein kleines Beispiel. Mathematik kann unglaublich viel Spaß machen. Wichtig ist aber, dass wenn sich irgendwo eine Lücke auftut, dass die frühzeitig erkannt wird, sodass man eingreifen kann, bevor diese Steine tatsächlich auf wackeligem Fundament gebaut werden. Und falls Sie wirklich selbst Angst vor Mathematik haben, versuchen Sie das nicht zu übertragen, zum Beispiel auf Ihre Kinder. Vielen Dank.